Das wird die erste Langstreckentour mit unserem neuen Tesla Model 3 Performance. Über 570 Kilometer von Köln bis quasi an den südlichsten Zipfel von Deutschland nach Oberstaufen. Und was wir sonst noch alles für Themen haben, das gibt's in diesem Video. Viel Spaß! Wie ihr gesehen habt, stehe ich hier gerade am Supercharger und habe das Tesla Model 3 Performance vollgeladen und zwar auf 100%. Das soll man ja grundsätzlich nur wirklich auf langen Strecken machen, denn wir haben ja hier nicht die LFP-Batterie drin und die sagen ja so für den alltäglichen Gebrauch maximal auf 90%. Aber da wir jetzt, wie gesagt, fast 580 Kilometer mit dem Auto fahren und damit einen langen Trip haben, habe ich ihn auf 100% geladen. Insgesamt hat das Auto ja bislang 1170 Kilometer gefahren. Das heißt, wir fahren uns 10 Kilometer oder 15 Kilometer waren drauf, als ich ihn abgeholt habe. Das heißt, wir fahren jetzt, morgen geht es übrigens los, so viele Kilometer mit dem Auto, wie das Auto bislang grundsätzlich überhaupt gefahren ist mit mir. Ich würde sagen, let's go. Wir steigen ein und schauen jetzt mal bei 100%. Wie gesagt, ich habe ihn gerade auf 100% geladen. Wie weit wir offiziell kommen, also 100% bedeutet eine Reichweite von 495 Kilometer. Ist eine Anzahl, ne? Also mit 495 Kilometer kommt man erstmal gut weit. Ich glaube ja nicht, dass 495 Kilometer sind. Ich weiß, um ehrlich zu sagen, gar nicht, wie groß die angegebene Reichweite von diesem Auto ist. Ich blende es an der Stelle mal einmal kurz ein. Ich kann ja mal die Route schon mal eingeben. Lindner, da oben, Oberstaufen. Jetzt berechnet er uns das hier mal eben. Okay, wir sollen einmal halten in Karlsruhe am Supercharger. Dann haben wir da noch 11%. 40 Minuten sollen wir da laden. Dann nach Eichstätten, da unten, haben wir 15% und sollen 5 Minuten laden, damit wir mit 11% ankommen. Da ich jetzt nicht glaube, dass man in Oberstaufen irgendwo einen Supercharger hat, werden wir ein bisschen länger als 5 Minuten in Eichstätten laden morgen. Und ja, da den Akku ein bisschen höher ziehen, weil es ist vergleichsweise schnell, dieses Auto zu laden. So mit 20 Minuten Pause kriegst du hier schon deine 60-70% rein. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ich würde sagen, wir warten jetzt, bis der nächste Tag kommt, beziehungsweise für euch wird es gleich ein Fingerschnipp sein. Ich werde das Auto vollpacken, denn, wie gesagt, warum fahren wir überhaupt nach Oberstaufen? Ich habe eine Agentur, Social Attention, und werden da bei unserem Kunden einen Videodrehtag durchführen, beziehungsweise sogar zwei Videodrehtage. Und das wird das Auto sein, mit dem Aaron und ich nach Oberstaufen fahren werden. Nicht mit seinem Auto, sondern mit meinem. Weil ich wollte jetzt einfach mal Elektromobilität Langstrecke ausprobieren. Und genau das machen wir. Und ich würde sagen, deshalb, wir warten jetzt mal auf den nächsten Tag. Bis gleich. Und damit haben wir den nächsten Tag. Das Auto ist grundsätzlich noch nicht gepackt. Ich habe es erstmal geparkt. Und jetzt muss ich mal eben hier zur Wohnung fahren. Aaron wartet. Und dann müssen wir das Auto kurz packen. Jetzt stehen gleich unsere 1160 Kilometer auf dem Plan. Und ich würde sagen, Schritt Nummer 1 ist, wie gesagt, Auto packen. So, erster Halt. Was? Wir sind jetzt auch zu zweit. Und wir haben geschafft, insgesamt bislang 95% auf 64%, heißt, wir sind 30% verfahren, haben noch 360 Kilometer Reichweite, die fahren können. Ich muss aber jetzt unbedingt auf Toilette und Aaron hat Hunger. Ja, deswegen gehen wir nicht zu McDonald's. Es gibt nämlich nur zwei Orte, zwei Zeitpunkte, wo man zu McDonald's gehen kann. Einmal an der Autobahn, das zweite Mal feiern. Jetzt Autobahn, deswegen guten Appetit. Willkommen am Supercharger. Das Wie ist scheiße ist das, jetzt hier zu sitzen im Auto? Wirklich. Wo ist mein anderes Auto? Ja, wir machen hier nur einen kurzen Stop. Wobei ich glaube, dieser ist gar nicht so kurz, weil wir haben jetzt uns spontan entschieden, von einer Zwei-Stop-Strategie auf eine Eins-Stop-Strategie umzuschalten. Und wir stehen jetzt hier ein bisschen. Wahrscheinlich machen wir schon eine Zwei-Stop-Strategie, das kann ich an der Stelle sagen. Aber, also, was? Das ist natürlich einfach so. Dann drückt ihr einmal drauf, fällt eine Klappe auf, stecke ich hier rein. Wir machen schon eine Zwei-Stopp-Strategie. Warte, steckt der richtig drin? Nee, lädt noch nicht. Jetzt lädt er. Ich habe nicht richtig reingesteckt. Laden gestartet, ja. Das sieht doch richtig aus. Das sieht richtig aus. Also 11% haben wir noch. 56 Kilometer können wir noch fahren. Und wir sind jetzt gefahren. Also von 490 sind wir, glaube ich, gestartet.
haben wir dann verfahren ungefähr 440, eine Strecke von 330. Das heißt, wir haben 100 Kilometer mehr Strecke verloren, als wir gefahren sind. Und das heißt, wir landen jetzt mal nach. Er lädt hier mit 213 kW gerade, was umgerechnet ungefähr 1300 Kilometer pro Stunde entspricht. Wir würden jetzt, wenn wir vollladen würden, müssen wir 35 Minuten warten, weil wir machen nachher noch einen kurzen zweiten Stopp. Ich dachte, wir haben eine Einstoppstrategie. Habe ich wieder geändert. Wir sind ja nicht Ferrari in der Formel 1. Weil sonst, wenn wir jetzt hier nur einen Stopp jetzt machen. Pro Sekunde 22 Kilometer. Nee, 22, so viel haben wir jetzt schon hinzugeladen, seitdem wir hier stehen. Okay. Das heißt, erstmal ein bisschen warten. Ja, wir stehen ja hier in Öhringen am Supercharger. Es ist Sonntag und die Edi-Tankstelle hat zu. Ich muss, um ehrlich zu sein, auf Toilette. Das heißt, ich suche jetzt eine Toilette, beziehungsweise hier da vorne einen Burger King. Das heißt, ich laufe jetzt mal einfach zum Burger King. Hier in Öhringen ist nämlich keine Toilette. Ich finde keine. Und jetzt habe ich auch nur noch 1% Akku. Oh, das ist hier gerade noch grün. Das heißt, ich laufe mal schnell hier über die Straße. Und ja, vielleicht wird es doch die Ein-Stop-Strategie, je nachdem, wenn ich jetzt nochmal hier hinlaufe. Wir müssen jetzt noch 20 Minuten stehen bleiben, dafür, dass wir dann ankommen mit ungefähr so 0%. Ich habe gehört, dass es am Lindenhotel in Oberstaufen auch eine E-Station gibt. Aber 100% sicher bin ich mir da nicht. Das werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall fährt Aaron jetzt erstmal die nächste Strecke. Und der ist tatsächlich noch nie Elektroauto gefahren, geschweige denn Tesla. Das wird, glaube ich, auch noch lustig. Aaron, genau. Krass. Kannst natürlich auch einfach den Schulterblick machen, aber... Den muss man damit nicht mehr machen. Ja, sollte man schon machen. Aber wie ist damit Theorie versus Praxis. Ja, genau. So, und wie schnell darf ich jetzt fahren, damit wir da auch ankommen? Ja, jetzt kommen wir tatsächlich mit 24% an. Wie schnell du fährst, wie schnell du fahren darfst und ja, wo der Tempomat drauf eingestellt ist. Das heißt, wenn du einmal runter drückst, dann hält er die, dann ist das normale Tempomat. Genau. Und wenn du zweimal drückst, dann hält er auch die Spur. Oh. Jetzt hast du es aber, sobald du dann, denkst. Genau. Hände natürlich bitte am Lenkrad behalten. Ach so. Und zwischendurch immer mal drehen. Ach, man muss zwischendurch drehen. Ja, es ist ja noch nicht erlaubt aktuell, dass man komplett autonom fährt. Könnte das Auto theoretisch, technologisch, technisch. Ach so. Aber ist einfach noch nicht erlaubt. Und jetzt haben wir 2 Stunden 36 vor uns, wo sich quasi an dieser ganzen grundsätzlichen Thematik auch erstmal nichts ändert. Also entspannt, fahren wir ein Stück durch. Wir haben es geschafft. Wir sind angekommen. Schlitz, Auto. Wir haben eine Restreichweite von jetzt 30 Kilometer. Und ich konnte jetzt die zweite Hälfte der Fahrt so ein bisschen nutzen, um noch ein bisschen was zu schaffen. Aaron ist gefahren und er hatte so seine Probleme, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt schon ein bisschen was anderes, mit dem Tesla zu fahren. Wir gehen jetzt erstmal rein, ich habe ultra Hunger und Verbrauch und die ganzen Themen schauen wir uns später an. Aber ich muss sagen, ich muss jetzt erstmal was essen, deswegen bis gleich. Also, so, wir haben unseren leichten kleinen Empfang gemacht und jetzt bin ich hier gerade in der Tiefgarage vom Lindenhotel in Oberstaufen, was ich sehr, sehr cool finde. Es gibt zum einen eine Ladestation, was auch mal eine Tesla-Ladestation war, aber jetzt speziell hier für Tesla, sogar nur für Tesla, ich hoffe, ihr könnt es sehen, 2 Ladestationen hier, das ist schon mal sehr, sehr nice. Ich nehme die hier, das ist ja richtig geil, die kommuniziert sogar auch hier mit meinem Auto. Also einmal muss ich, so. Und dann heißt es hier, schön nachladen. Schneller muss ich ja nicht. Ich bin jetzt hier 2 Tage zum Dreh. Ne? Also wir haben jetzt hier grüne Logo leuchtet und wir laden jetzt wahrscheinlich hier mit bis zu 11 kW kann das Auto ja. Wir sind jetzt auf jeden Fall gefahren insgesamt eine ganz schön lange Strecke, um ehrlich zu sein. 8 Stunden Fahrt hatten wir jetzt von Köln bis nach Oberstaufen. Und haben im Schnitt verbraucht jetzt auf der zweiten Hälfte 19,7 Kilowattstunden. Ich würde mal sagen, Anfängerfehler von mir, dass wir auf der ersten Hälfte auch so ungefähr so 19,
zwischen 19 und 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht haben. Wir haben jetzt noch eine Restreichweite von 25 Kilometern und insgesamt eine Reichweite von 2362. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind wir losgefahren in Köln mit ca. 1780 Kilometer. Und jetzt haben wir 2360. Das heißt, wir sind jetzt gefahren 580 Kilometer und haben einmal getankt. Dann haben wir eine Dreiviertelstunde, weiß nicht, ich glaube, wir haben 35 Minuten gewartet, nachgeladen auf über 85%, sind dann weitergefahren und sind dann hier angekommen mit ca. 5%. Und jetzt drehen wir hier erstmal im Hotel mit unserer Agentur. Aaron habt ihr jetzt kennengelernt. Und am Mittwochmorgen geht es zurück. Und dann schauen wir mal, was so die zweite Hälfte der Tour angeht, beziehungsweise die Rückfahrt. Aber so viel erstmal zum ersten Tag. Wir haben 22.48 Uhr und damit würde ich sagen, gute Nacht. Bis nachher. So Freunde, die Drehs sind abgeschlossen. Ich konnte euch jetzt leider nicht so viel mitnehmen, beziehungsweise in den Stories schon ein klein wenig. Aber ich dachte mal, ich zeige euch noch mal einmal kurz den Ausblick hier aus dem Hotel, aus meinem Zimmer. Das zeige ich euch am besten gerade nicht. Ist nicht so aufgeräumt. Also ich drehe mal die Kamera. Das ist nicht wunderbar. Also so lässt es sich doch leben. Wunderbar. Also wirklich wunderschöner Ausblick. Wir hatten halt gestern noch so ein bisschen Probleme bezüglich des Wetters oder mit dem Wetter, weil es halt geregnet hat wie aus Eimern. Aber wenn man sich das so anschaut, dann kann man hier sich wirklich ein bisschen hinsetzen und einfach ein bisschen die Natur genießen. Also Berg und ich, das ist einfach wirklich, passt, es passt. Ich liebe die Berge. So, wir sind auf der Rückfahrt und ich habe ja am Hinfahren vergessen, ein bisschen zu tracken, was verbrauchstechnisch so abgeht, habe ich natürlich diesmal gemacht. 16,3 Kilowattstunden auf 380 Kilometer Strecke und wir haben hier eine Restreichweite von 66, das heißt wir haben verfahren 490, sagen wir mal mit minus 70, 420 Kilometer verfahren, 380 Kilometer tatsächlich gefahren, das heißt 40 Kilometer mehr, aber also 16,3 Kilowattstunden kann man jetzt nichts gegen sagen, würde ich mal behaupten. Zwischendurch waren es sogar mal 15,7. Und das fand ich echt stark. Und wie gesagt, wir sind jetzt nicht so ultra langsam gefahren. So, steck drin. Also jetzt auch nicht ultra schnell, aber da waren noch mal ein paar schnelle Stints dabei. So, also er lädt jetzt hier. Wir brauchen mindestens 20 Minuten bis zur Weiterfahrt. Werden aber sowieso ein bisschen länger sein, damit wir hier, wir sind jetzt hier in Bensheim, durchfahren können. Aber hier gibt es wenigstens ein bisschen Infrastruktur. Und genau, 16,3 Kilowattstunden gerade nach 380 Kilometern. 4 Stunden genau gefahren. So, wir sind angekommen. Aaron ist schon wieder weg. Und ich glaube, es ist an der Zeit, ein kurzes Fazit zu ziehen vom ersten langen Trip hier im neuen Tesla Model 3 Performance. Gerade die Rückfahrt war jetzt sehr entspannt, muss ich sagen. Wir haben einen Stop gemacht, bin jetzt angekommen mit 27%. Wir haben ungefähr so 35, 40 Minuten pipapo gehalten zum Laden. In der Zwischenzeit was gegessen. Ich gucke jetzt hier mal einmal, ich drehe hier einmal um und zeige euch mal einmal, was wir hier haben. Ich glaube, es ist bei Aufladen, nee, es ist bei Trips. So, Rückfahrt, das ist nämlich jetzt gewesen, Trip B. Ich habe extra auf 0 gestellt vorher. 609 Kilometer sind wir gefahren, haben insgesamt 103 Kilowattstunden verbraucht und im Schnitt 16,9 Kilowattstunden pro Kilometer verbraucht, was deutlich weniger ist als die insgesamt von mir gefahrenen 2971 Kilometer mit 19 Kilowattstunden. Was aber, finde ich, immer noch in Ordnung ist hier für das Model 3 Performance. Wir sind auf der Rückfahrt jetzt gerade nicht wirklich langsam gefahren, muss ich sagen. Also vollkommen normal, 140 teilweise. Was heißt teilweise? Also ich bin tatsächlich primär zwischen 130 und 140 gefahren. Wir haben halt viel gebrainstormt, viel gesprochen. Und da war jetzt sowieso nicht viel mit die ganze Zeit durchballern angesagt. Aber wir sind jetzt hier nicht geschlichen, irgendwie mit 90 oder 100 oder 110 auf der rechten Spur, sondern ganz normal mitgeschwommen im normalen Verkehr. Sind dementsprechend gut durchgekommen. Losgefahren sind wir heute Morgen um 8.40
45, jetzt angekommen um 15.45 Uhr, das heißt, wir sind gefahren 7 Stunden. Eine Stunde weniger als auf der Hinfahrt, weil wir jetzt nicht den Fehler gemacht haben, den wir leider Gottes auf der Hinfahrt gemacht haben, wo wir erst gegessen haben und dann einen Ladestopp gemacht haben. Das haben wir jetzt kombiniert, haben geguckt, wo ist ein Supercharger, wo wir gleichzeitig auch essen können, was uns jetzt wirklich eine Stunde an Zeit gespart hat. Und ja, also ich bin sehr, sehr entspannt jetzt hier. Und das trotz dieser jetzt gefahrenen, also nach der Ladung nochmal 230 Kilometer. Aber insgesamt waren es ja, wie gesagt, 609 bzw. 610 Kilometer. Und ja, es hat schon Bock gemacht. Also man kann hier, finde ich, ganz entspannt drin fahren. Und kommt gut erholt am Ziel an, hat einen kurzen Stopp. Und hätte ich jetzt so nicht gedacht. Also ich habe andere Fahrten gehabt, wo ich unentspannter angekommen bin. Und das Einzige, was ich trotzdem ein bisschen brauche, ist Schlaf, weil ich aufgestanden bin um 7 Uhr und jetzt der Dreh bzw. die letzten Drehtage dann halt auch irgendwo anstrengend waren, selbstverständlich, und man da auch um 7 Uhr morgens aufgestanden ist. Und ich muss zugeben, Leute, ich bin jetzt nicht so der Frühaufsteher. Dementsprechend freue ich mich, morgen halbwegs ausschlafen zu können. Und würde mal sagen, wir sind hier auch am Ende dieses Videos angekommen. Also die ersten 1200 Kilometer am Stück im Tesla Model 3 Performance. Im Durchschnitt würde ich mal so sagen, also Rückfahrt waren 16,9 Kilowattstunden. Ich würde mal sagen, hin haben wir ein bisschen mehr verbraucht. Da waren wir so bei 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und sehr, sehr entspanntes Fahren. Aber trotzdem kann man immer Gas geben, wenn man es möchte. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Aaron selbstverständlich auch, auch wenn er jetzt nicht mehr da ist. Hier geht es jetzt weiter mit einem Auto mit 600 PS. Also nochmal mehr als hier der Tesla. Und zwar der Audi RS7. Ein Verbrenner, und auch da haben wir geschaut, wie viel verbraucht der eigentlich auf Langstrecke. Schaut es euch am besten mal an, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.